Hallo Ladies, Springe hier. Ich fahre jetzt nach Wien und so. Ich habe hier mein krasen Gepäck schon gepackt. Yeah. Okay, ich bin viel zu müde heute für diesen Scheiß. Merhaba. Hallo Ladies, Spring hier. Wir sind jetzt im Airbnb angekommen. Und das hier ist unser Badezimmer mit Waschmaschine, warum auch immer, Dusche. Ja, ganz cool und so. Direkt daneben haben wir noch eine Toilette. Wer hat zum Ficker den scheiß Deckel aufgelassen? Dann haben wir hier irgendeine Abstellkammer. Shisha. Mit einer Shisha. Die wir nie benutzen werden, weil Rauchen ist böse. Da sind Krasenspasten. Hallo, was geht? Wir haben einen Spiegel. Peace, Leute. Hier haben wir eine kleine Küche. Hoppla. Hier haben wir ein Bett. Dann noch Sofa, Sitzecke. Ich zeige euch mal die Aus. Das war ein Schienbein. Hier haben wir noch die Aussicht. Gegenüber von uns, ganz wichtig, Dr. Wurzer, wenn ihr mal Unfallschutz braucht, meldet euch bei ihm. Ja, Mann. Coole alte Gebäude und so. Das hier ist so der Blick nach draußen. Und yeah, das ist unser Apartment. Bis später. Leo, öffne die Tüte. Ich öffne die Tüte. Tu es für den Vlog. Ich hab die Tüte geöffnet. Das war einfach. Das war fucking einfach. Ich mach Essensreview. Ich mach Essensreview. Oh mein Gott, Essensreview. Schmerz-Review. Ich gebe dem Schmerz eine 3 von 10. Das war leichter Schmerz. Oh mein Gott. Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Was ist das? Mach nochmal. Hast du die geschafft? Okay, gut. Omg, es ist Spiegel. Hi. Yeah. Zu verkauft. Zu verkauft. Spiegel zu verkauft. Jetzt kommt jemand. Oh, Tee. Ladies, wir sind jetzt vor dem Haus. So sieht Wien aus. Ja, das ist Wien. Nur diese Straße. Kleinstadt. Kleinstadt Wien. Kleinste Stadt auf der Welt. Tschö. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Kind. Ich bin nicht Jerry. Sind wir schon da? Mama, ich muss mal. Ich würde jetzt so unglaublich nerven. Oma, sind wir schon da? Immer wenn es größer gefühlt, mega krass. Immer wenn es größer gewählt, du nass, ja. Immer wenn es größer gefühlt, ist Dopamin. Immer wenn es größer gefühlt, ist Medizin. Immer wenn es größer gefühlt, mega. Vorfreude miteinander, mit dem Traktor übers Land. Dorffreunde, das sind wir, in der Hand der Flasche Bier. Wir sind die Menschen, die uns in der Welt leben.
Oh yeah. Frukade. So viel Frucht ist nicht zu fassen. Gesponsert von Entzücken. Hot. Entzücken. So viel Hot ist nicht zu fassen. Herr Leo, ich habe Sie zu mir eingeladen. Sie haben ja nach einem Dev-Tutorial verlangt. Darf ich dich duzen? Ausnahmsweise, Spaß. Nun, du hast ja nach einem Dev-Tutorial gefragt und da es per Videoform ein bisschen schwierig ist zu erklären, habe ich dich persönlich eingeladen, hier in die Wohnung, dass ich dir den Dev erkläre. Okay, es ist ganz einfach. Du machst mir einfach nach, okay? Du holst aus, gehst rüber und dann ziehst du zur Seite. Mit Schwung. Genau, du schlägst dir fast in die Fresse. Aber du fährst. Sponsor von Tajiki. Probier's mal selbst. Okay. Boah, du spannst, Alter. Schlag mich doch nicht. Hab ich dir gesagt, fast schlagen? Ich will dich zu Tode schlagen. Mach nochmal. Mal Zeit. Top. Jetzt hast du ein Dev-Tutorial. Du hast es verstanden? Ich hab's verstanden. Und dann lass mal zusammen. 3, 2, 1. Yeah! Wir sind, Sponsored von Programm. Mm. Das war das überzeugendste Mm ever. Jetzt musst du auch trinken. Frukade. Hallo Ladies, Tag 2 in Wien. Paula ist dabei, Andreas ist dabei, Leo ist dabei, ich bin dabei. Yeah. Flexis ist gerade noch im Airbnb, der ruht sich ein bisschen aus. Wir laufen jetzt zu Leo nach Hause und leaken sein Zuhause. Was sagen Sie dazu, Herr Luna? Gesponsert von Frukade. Wir haben eingekauft beim Naschmarkt. Toll, dass ich da nicht gefilmt habe. Und heute Abend kommen wir bei Leo halt Chili con Carne. Swag. Jo, es ist Fahrstuhl, Spiegelzeit. Es ist U-Bahn-Zeit. Ja, Digga. Okay, Ladies, wir sind beim Roten Wien. Es ist geschlossen. Weil wir die falschen Öffnungszeiten gefunden haben. Es ist Freitag. Top 10 traurig. Top 10 traurig. Merhaba Ladies, wir okay. Sitzen im Park. Felix ist zurück. Hello. Andreas, hallo. Paula und Leo ist sich am Strecken. Krass Yoga. Ja. Und wir sitzen hier im Burgpark? Burggarten. Mit cool Zeugs. Mit Zaun. Dein, hinter uns rauchen welche Gras, ja. Sehr gut. Welche Neuigkeit, das haben wir ja hier noch nie erlebt, dass jemand Gras raucht. Oh, oh. Die Wassersprenger sind gerade angegangen, während dann auch Leute saßen. 192 kbps, was ist los mit euch? Weg mich. Willkommen zurück zum Vlog. Leo Pinpoint ist besser. Wir machen 50 mal besser. Wir arbeiten Kreckel. Nein, ich mach das nicht damit. Ich weigere mich. Genau das, aber nicht so hässlich. Das ich ist Pinpoint. Großmarinchips. Großmarinchips. Gesponsert von Frukade. Wir haben da hinten 6er Träger stehen. Ja, ich glaube, gibt es noch besser. Nein, Pinpoint ist besser. Gibt es Scheiße. Omg. Ich glaube, Gim kann mehr, aber Pain.net ist einfach fünfmal intuitiv. Okay, Ladies, wir sind hier alle versammelt, weil Leo für sein fehlhaftes Verhalten 12 Nudeln essen muss. Ungekocht. Hier, ihr könnt selbst nachzählen, das sind 12 Stück. Wir haben es abgezählt und nun wird er sie verspeisen. Hoffentlich mit viel Genuss. Viel Spaß. Das war schon mal eine.
Kopfschmerzen. Hat das Crunch? So viel Crunch. Oh, der Crunch. Komm. Oh. Omg. Er tat es. Von wem sind wir nochmal gesponsert, Leo? Fokale. Ich muss zum Zahnarzt. Behind the scenes, wie macht man Emojis? Unsere Versuche bis jetzt. Also, Es bin ich, aber in Blurred, in Pixeliert und ja, einmal animiertes Ei. Beste Seite übrigens. Die Hälfte meines Gesichts ist einfach krank. From Clipboard. Dann schneiden wir Andreas einfach raus. Oh. Ja. Geben einen zufälligen Filter auf dem Map. Was ist das? Display. Oh, Digi. Aber was macht es? Es displaced. Artistic cartoonify. Das ist wie man Emojis erstellt, Leute. Was? Flohmarkt-Call. Hello Ladies, wir waren gerade im... Wir existieren immer noch. Ja, wir existieren ausnahmsweise. Wir waren im Plattenladen. Oh ja. Hello! Sie geht einfach. Okay, tschüss, Paula. Und sie ist weg. Ich habe mir eine sehr obskure Platte gekauft. Es ist gerne als Swap oder auch gegen ein bisschen Geld. Von wem eigentlich? Von diversen Künstlern. Und... Ja... Es ist wunderschön. Leo hat noch nie in seinem Leben Mountain Dew getrunken. Und weil Mountain Dew ein Meme ist, probiert er es jetzt. Sprite. Süßer Sprite. Viel süßer. Ist der erst schon? Obwohl, nee, es ist das Polnische, das ist ein bisschen westlich. Das Deutsche ist nochmal doppelt so süß. Ach Gott. Du hast das selber. Frische Limetten. So, hello Ladies, das ist Behind the Scenes von Endlager Hetzgasse. Wir haben gerade eben 8 Tracks produziert. Haha, 8. Ja, das Produzieren war auf jeden Fall sehr aufwendig. Wir haben uns extra dafür Programme runtergeladen. Das auch, ja, ich bin immer tot. Und Leo ist jetzt am Hacken, dass die Files lossless werden, damit ihr unsere Musik umso besser hören könnt in all ihren Facettenreichtum. Diese Tastatur haben. Ah, Ladies, die letzten Schritte vor unserem Album-Release. Beziehungsweise wir haben es quasi schon released, nur noch nicht den Link geteilt. Das hier ist unsere Bandcamp-Seite. Abonniert uns auf elhg.bandcamp.com. Ja, Ladies, wir haben jetzt den erfolgreichen Release gefeiert von Endlager Hetzgasse. Ja, unser Album ist hochgeladen. Sehr. Und es ist schon von dem Sayom in seinen Top Artists drin. Mit diesem tollen Bild. Oh, das ist Endlager-Hetzgasse. Hello Ladies, es ist 20 Uhr. Wir wollten eigentlich zum Donaukanal gehen. Und jetzt gehen wir zur Ö3. Wir fahren zu einer anderen Stelle. Am Donaukanal. Ja, wir waren an einer sehr unschönen Stelle. Da hat es nach Gülle gestunken. Und Pisse und es war nicht sehr schön. Jetzt fahren wir irgendwo anders hin, wo es schön ist. Hoffentlich. Okay Ladies, wir sind hier. Oh mein Gott. Genau, es fokussiert einfach null. Da hinten ist der Fortnite-Geldautomat. Was? Da unter Samsung. Fucking Fortnite. Shit. Yeah, Ladies, wir sind am Wienufer.
mit den Boys and Girls und wir chillen hier am letzten Abend, bevor es nach Hause geht. Es ist gemütlich. Wurzen, Wurzen, mit nem Blonden in der Hand, treffen wir uns am Bratwurststand. Ho, 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 ho. Ey, Wurzen, Wurzen, heute zeig ich dir meinen Schatz, meinen kleinen Ringelnatz. Ha, 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 ha. Hallo Ladies, es ist 11 Uhr sonst was und wir gehen zur Kommunismusausstellung in. Das wird episch. 8, wir sehen, was steht denn so in der Österreich. Ich glaube, gerade ist ein großer Fan. Alter, dieses. Der Typ ist voll im Modus. Wir sind jetzt bei der Ausstellung Das Rote Wien. Wie können diese Menschen für eine kommunistische Ausstellung 5 Euro verlangen? Scheiß Kapitalisten. Ladies, es ist Abschiedszeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahre jetzt nach Hause. Top sind traurig. Oh. So, ich bin gerade fertig damit geworden, den Vlog zu schneiden und mir ist aufgefallen, eine kleine Herzschmerz-Section fehlt in dem Vlog. So, ja. Wien war eine echt schöne Zeit und ich will einfach Danke sagen, vor allem an Leo und Emma, die uns in Wien herumgeführt haben, aber auch Felix, Andreas und Paula, die dabei waren und wo ich mich halt, ich habe mich bei allen gefreut, dass ich sie mal in Real Life kennenlerne, beziehungsweise bei Felix habe ich mich gefreut, ihn wiederzusehen und hier, yeah, es war eine schöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Treffen, wo dann hoffentlich auch wieder ein behinderter Wieler kommt. Ciao. What did you expect? And all you can hear is the sound of your own.